Hallo erstmal und herzlich willkommen hier aus Möckmühl. Letzter Spieltag der Bezirksliga Runde 2013-2014 und die bereits abgestiegenen Möckmühler empfangen die bereits in der Relegation stehenden Heilbronner. Jo, und dementsprechend das Ganze noch bei über 30 Grad. Viel Spaß dabei. Ja, beginnen tut das Ganze nach 9 Minuten, die Anfangsphase doch recht verhalten. Wie gesagt, den Heilbronnern geht es hauptsächlich darum, sich nicht zu verletzen und auch nicht zu verausgaben. Am Mittwoch steht das Relegationsspiel in Untermünchheim gegen Gröning-Satteldorf auf dem Programm und dementsprechend das Ganze hier ein bisschen verhalten. Dann aber nach 9 Minuten der erste Angriff hier über Kevin Herrmann und der schließt auch gleich selber ab, knapp am Tor vorbei und ja, weiterhin 0:0. So, weiter geht's. 14. Minute, langer Ball auf Tolga Kilic und der ja, kann sich durch gegen seinen Gegenspieler durchsetzen. Er wie vier andere hat heute von Werner Habiger die Möglichkeit bekommen, sich nochmal ja, zu präsentieren für das Relegationsspiel. Dann Sonacelin, Kopfballabwehr, dann kommt B-Team Rugova an den Ball. Nochmal Rugova auf Zuspiel von Emre Sert und auch der Ball knapp am Tor vorbei. 3 Minuten später wieder die Adler. Wie gesagt, alles ein bisschen im Schongang, alles ein wenig in Zeitlupe. Sonacelin auf Tolga Kilic. Der lässt seinen Mitspieler stehen, zieht dann ab, aber da kommt noch ein Müller dazwischen und dementsprechend harmlos kommt der Ball aufs Tor. Jetzt war auch in der 18. Minute das erste Mal die Hausherrin der Spielvereinigung im Vorwärtsgang aufs Tor von Jan Niklausen, der heute ja, mal spielen durfte für Markus Juncker. Aber auch das mehr oder weniger ja, eine Torwartrückgabe und dementsprechend kein Problem. Dann Eckball in der 21. Ja, das erste Mal ein bisschen Gefahr und ich glaube Raphael Weilbrenner war es, der hier auf der Linie klären muss. Dann noch ein paar Mal versucht des Nachschusses, dann aber geklärt von Sonacelin. Die 25. Eckball für die Adler. Und Sonacelin mit dem Abschluss. Vorher stand Gefahr im 5-Meter-Raum. Aber alles ein bisschen zu harmlos. Wie gesagt, wir hatten über 30 Grad. Und ja, für die Adler ging es hauptsächlich darum, sich hier nicht zu verletzen, dass man für Mittwoch fit ist. Dann mal Freistoß, aber Ball zu lange unterwegs und dementsprechend auch kein Problem für Jan Niklassen. So, wieder Möckmühl verliert aber dann den Ball im Mittelfeld. Jetzt geht schnell über Rugova, Sonacelin, schöner Pass raus auf Kevin Herrmann müsste sein. Jupp. Der zieht rein und ja, versucht es nochmal selbst abzuschließen. Und ja, kommt der Ecke wieder raus, bei der nichts mehr rauskommt. So, dann wieder Ballverlust der Möckmühler, ein bisschen zu eigensinnig hier der Zehner. Und dann B-Team Rugova öffnet den Angriff. Tolga Kilic im Resert. Auf Kevin Herrmann, jetzt sehr gute Möglichkeit und auch genauso gut gehalten vom Keeper der Möckmühler hier. 3 Minuten vor der Halbzeit. Ja, dann war Halbzeit schon eine Minute früher. Schiedsrichter hat ein bisschen Erbarmen gehabt und dementsprechend geht man mit 0:0 in die Halbzeit. So, 6 Minuten hat es da gedauert, bis die Möckmühler die erste Möglichkeit bekamen. Freistoß direkt in die Arme von Niklausen. Ja, und so ähnlich lief das ganze Spiel eigentlich. Dann Emre Sert hier, Abschluss, aber auch ja, kein gescheiter Druck hinterm Ball. Und so war es auch nicht mehr wie etwas gefährlichere Torwartrückgabe. Dann Rugova, Spieleröffnung auf Durim Leka. Der sieht in der Mitte Emre Sert. Jo, und der war schon schwieriger nicht reinzumachen, wie hier den Torwart den Ball in die Arme zu schießen. Schade, hätte eigentlich die Führung sein müssen, aber so mit Hacketrickchen klappt es dann doch nicht ganz. Die 58. Möckmühl wieder nächste Möglichkeit. Aber wie man sieht, alles ohne Druck und zu unplatziert und dementsprechend ja, kamen eigentlich die Torwarte nicht wirklich in Bedrängnis, außer gerade beim Emre. So, dann hier wieder Ball auf Emre Sert, der kann sich rüberlegen, dann wieder abfällt Durim Leka, beste Chance in der zweiten Halbzeit nach einer Stunde Spielzeit.
So, jetzt geht's wieder auf die andere Seite. Wie gesagt, wenn man sich das anschaut, so die Sonne sieht man gar nicht, das war schon ziemlich heiß. Und wenn man sich das Ganze anschaut, so ja, so wirklich Highspeed-Fußball war das hier nicht am Samstagnachmittag. Aber die Mückmühler kamen so ein bisschen stärker auf, wollten natürlich das letzte Spiel, bevor es in die Kreisklasse runtergeht, auch dementsprechend positiv gestalten. Langer Ball in den Strafraum, dann verpasst einer. Ja, und dann wieder beim Abschluss zu unkonzentriert und ja, Ball übers Tor kommen. Dann hier auf der rechten Seite setzt sich Pascal Klier schön durch. Bisschen zu ungenau auf Emre Sert, Ball kommt aber nochmal gefährlich zurück und aber auch da nur ein Abschlüsschen. So, 18 Minuten geht es noch hier in Mückmühl, dann ist Schluss mit der Runde und jetzt geht Emre Sert nochmal auf die Reise, aber auch den Ball erwischt er nicht richtig und ja, Torwart kann ihn dann einfach aufnehmen. Viertelstunde noch, langer Ball raus auf die rechte Seite auf Nazmi Yüksel. Ja, der nimmt sich ein Herz, zieht einfach ab, kurzes Eck aus, langer Distanz, Torentfernung gut 30 Meter. Ja, und da sah Jan Niklaus im Tor der Adler nicht wirklich gut aus. Hier nochmal schön zu sehen, kurzes Eck am Keeper vorbei. Und plötzlich nach 75 Minuten steht es hier 1:0 für die Hausherren aus Mückmühl. Gerade mal 2 Minuten später, langer Ball ewig in der Luft und auch der Keeper kommt nicht raus. Pascal Bier geht nicht richtig ran und Nico Dobmeier schiebt ein zur 2:0 Führung für Mückmühl. Ja, ein bisschen überraschend, aber wie gesagt, so bisher hat keiner wirklich großartig was bewirkt. Und jetzt kriegst du halt hier geschwind 2 Treffer und steht 2:0 für Mückmühl. Ja, 9 Minuten noch. Jetzt die Adler durchaus bemüht, nochmal die ein oder andere Ergebniskorrektur hier hinzubekommen über Pascal Klier, Pascal Martin. Ball kommt, Florian Rücker und der zieht ab. Aber auch kein Problem. Eine Minute noch zu spielen in Mückmühl. Pascal Martin schaut, dann geht der Ball lang nach vorne. Und da ist Florian Rücker, kann sich durchsetzen, hebt den Ball schön am Keeper vorbei und verkürzt hier eine Minute vor Schluss auf 2:1. Ja, muss man sagen, so hat er schön gemacht hier, schön durchgesetzt gegen die 4 von Mückmühl und dann auch herrlich vorbeigelegt am Keeper. 2:1 der Anschlusstreffer für die Adler. So, in der 90. oder 91. war es mittlerweile nochmal der FC Union mit dem Versuch hier unter Umständen den Ausgleich noch zu erzielen. Abgezogen, knapp am Tor vorbei von Durim Leka war das. Ja, und das war's dann auch hier in Mückmühl. 2:1 unterliegen die Adler beim Absteiger Mückmühl. Am Mittwoch gibt es Relegationsspiel gegen Gröning-Satteldorf. Eine Hiobsbotschaft, Tolga Kilic hat sich verletzt, kann am Mittwoch nicht dabei sein. Ansonsten hat sich, glaube ich, keiner verausgabt.